Das Video heißt Unge, ich komme jetzt. Jetzt bedeutet jetzt. Bin gespannt, Freunde. Unge, ich komme jetzt von Paul Unterleitner. Viel Spaß mit der nächsten Reaction. Kam noch nicht zurück. Ist jetzt die Frage, was ich jetzt hinschreiben soll. Ich denke, ich werde es einfach mal schreiben. Geile Reaction, Mann. Hab Bock auf Madeira. Wurde das jetzt dann planen? Hast du grundsätzlich in den nächsten 2 Wochen mal Zeit und vielen Dank für die Einladung. Geil. Junge, morgen ist soweit. Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner. Willkommen zum neuen YouTube-Video aus Barcelona. Ich habe allerdings mehrere schlechte und auch mehrere gute Nachrichten. Ich würde sagen, zuerst die gute Nachricht. Ich sollte das Video löschen, wo ich über Road to Glory und deren Coaching-Skandal gequatscht habe. Coaching-Masche, nicht Coaching-Skandal. Da war ja Murat involviert und er hat mir gesagt, er war damit nicht involviert, er hatte damit nichts zu tun, obwohl es nicht stimmt, aber es ist auch egal. Video bleibt online. Unge hat auf unser Video reagiert. Vielen, vielen Dank schon mal an alle, die im Stream geschrieben haben, die ihn vielleicht auch persönlich geschrieben haben und ihn aufmerksam gemacht haben, dass ich ein Video hochgeladen habe, dass ich zu Unge nach Madeira komme, in sein Gym. Die nächste gute Nachricht ist, der Flug nach Madeira ist gebucht. Demnächst ist es soweit. Wenn ihr das Video seht, werde ich schon dort sein. Die andere schlechte Nachricht ist, Unge hat noch nicht auf meine Nachricht geantwortet. Unge weiß noch nicht, dass ich nach Madeira komme. Und ich verlasse Barcelona deswegen. Also, das heißt, heute ist bereits der letzte Tag in Barcelona. Morgen geht es nach Madeira. Wie gesagt, Unge hat meinen Namen Madeira gesehen. Und er muss dieses Video auf jeden Fall zu 100% wiedersehen. Also gerne mal wieder zuspammen, im Stream schreiben, was auch immer, damit er das Video sieht, damit wir was zustande kriegen, wenn ich auch in Madeira bin. Denn es sind nur 4 bis 5 Tage und wäre natürlich sehr, sehr schade. Digga, wie er das ausspricht, ich hau gleich meinen Monitor kaputt. Geil. Wenn es dann genau dann nicht passiert, ich nicht Unge über den Weg laufe und schon gar nicht in seinem Gym ihn ein bisschen zerlegen kann. Deshalb gerne mal Bescheid sagen, schreiben, kommentieren, was auch immer. Ich werde ihm auch nochmal eine Nachricht zukommen lassen, also an der Stelle mal, Unge, ich habe dir auf jeden Fall geschrieben, es wäre geil, wenn wir da was zustande bringen können, damit in Madeira entweder auch ein geiles Gym aufgesucht werden kann. Und hör mal, wir trainieren mit Köhlmann, Heiko und William bei Madeira im Gym und trinken Sprite. Zweitens die vegane Koop des Jahrtausends zustande kommt. Pump Booster habe ich natürlich auch am Start. Nachdem ich gerade Deload mache, verwende ich auch kein Koffein, sondern nur Pump Booster, damit zumindest jetzt im leichteren Training trotzdem auch der Pump stimmt. Kalorien die letzten Tage waren auf jeden Fall gut hoch. Ich habe mir ordentlich gegönnt, denn ich habe mir gedacht, ein bisschen mehr Kalorien, ein bisschen weniger Training tun auch mal gut. Einen kleinen Diet Break sozusagen. Und dann bin ich optimal versorgt. Und falls ihr auch optimal versorgt sein wollt, solltet ihr heute noch bei Rocker zuschlagen, denn ich spare nicht nur mit dem Paul. Mit dem Code Paul 10%, sondern können Sie... Vorher noch ein bisschen Master. Geil. Master von Joe Aesthetics. Über Versand kostenfrei bestellen. Das heißt, testet gerne Punkte aus, die ihr vorher noch nicht bestellt habt. Bestellt euch einzelne Riegel, denn wie gesagt, es gibt keine Versandkosten. Perfekt. Um vielleicht mal etwas weniger auszugeben oder sich nur ein Produkt zu holen und nicht gleich mehrere. Oder auch wieder alte Vorräte aufzustocken, neue Geschmäcker zu probieren. Es ist jetzt perfekte Möglichkeit. Nur noch heute am Sonntag gibt es 10% plus versandkostenfrei bestellen. Also gönnt euch. Und Prost Mahlzeit. Vielleicht können sich einige von euch noch daran erinnern, aber hier wurde letztes Jahr auf jeden Fall die ein oder andere Session absolviert. Vor allem in der Wettkampfdiät mit dringlichsten KFA, mit geringster Kraft überhaupt. Und heute gibt es eine easy Deload Session. Vor 2 Tagen habe ich auch schon mal hier eine Push-Session gemacht. Ist alles top. Also ist auf jeden Fall ein nices Gym. Ist zwar immer sau voll, jetzt gerade geht's sogar. Aber normalerweise, wenn man da früh trainiert, abfuck. Da wird es schon 12 Uhr. Da sind die Spanier schon wieder alle draußen. Ansonsten habe ich mir extra gedacht, ich mache diese Woche eine Deload-Woche vor Madeira. Kann ich gut die Akkus. Vor Madeira, da war es wieder. Aber ich finde es cool, dass Unge drauf reagiert hat. Finde ich sehr, sehr nice. Wieder aufladen und dann zerlegen. Dass er sich da, dass die in Kontakt stehen. Finde ich cool. 2 vegane Legenden treffen aufeinander. Ich da komplett in Unges Gym, ganze Gewichte. Und kann mich voll zuballern, mehrere Tage hintereinander. Wenn möglich natürlich. Und da mal schauen, wie sehr der Unge mithält. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Deload-mäßig durchpumpen. Rücken steht an. Pump it, Baby. Was Unge auf jeden Fall zu schätzen und zu lieben lernen wird vor Aktivierung. Einfach Bestes. Also Pump plus Feeling, stimmt schon mal zu 100%. Ach, wie gut. Auch wenn es jetzt nur hier der Weinwinkel ist, aber es sieht nicht nur im Weinwinkel. Sieht aber auch nach einem coolen Gym aus da drinnen.
Schön düster, schön hardcore. Das Pump ist wirklich da. Und vor allem, es macht ein bisschen Spaß, sich zurückzuhalten. Es macht ein bisschen Spaß, einfach nur mal durchzupumpen, ohne jetzt krass Gewichte zu tracken. Also ich mache diesen Deload jetzt nicht zu 100% geplant, weil ich sowieso ein anderes Gym habe, andere Gewichte. Normalerweise macht man so, dass man 30% weniger Volumen, Übungen, was auch immer, einfach Gesamtvolumen macht. Das heißt, man kann entweder einen Satz wegstreichen von 3 zum Beispiel, oder man reduziert das Gewicht einfach um 30%, lässt sonst alles gleich. Oder man macht eben, wie gesagt, dasselbe Gewicht. Tatsache, Titan ist das echt so, sind... Bei Madeira, sind in Madeira, auf Madeira, Drogen entkriminalisiert worden? Das glaube ich nicht, oder? Wenn, dann vielleicht nur Cannabis. Oder nicht alles. Sondern einfach ein weniger Satz oder weniger Wiederholung, je nachdem, wie es ja dann so auf 30-50% weniger kommt. Man kann natürlich auch komplette Rest-Days machen, weil sie es die letzten 2 Tage gemacht hat. Das heißt, ich kombiniere das Ganze, mache 2 Rest-Days, 2 leichte Trainings, bis 4 leichte Trainings hat sogar die Woche. Ich mache jetzt eine ganze Woche Diet Break und dann passt das. Dann sind wir gut regeneriert und sollte auf jeden Fall wieder. Krass, das wusste ich nicht. Dennoch, Freunde, Finger weg von den Drogen. Weg damit. Vollgas geben. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Gerüchten zufolge zieht Joe jetzt bald nach Portugal, nach Madeira. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Dritte Rückenübung natürlich wie immer, nochmal für den Latissimus hier in der Maschine. Ich sitze aber nicht, sondern ich stehe, ruder dann schön wieder im großen Winkel hier zwischen den Händen in der Armbeuge, um dann eben den Lat zu aktivieren und Bizeps rauszunehmen. Einfach nochmal nach geilem Gefühl. Wenig Gewicht, viel Gefühl, wenig Muskelversagen. Ich versuche so 5-6 Reps davor aufzuhören und schaue einfach mit dem Gewicht, dass es gut passt und dass ordentlicher Pump da ist. Und ansonsten mache ich mir jetzt nicht allzu viel Gedanken, wie ich vorher schon gesagt habe. Ich genieße es einfach ein bisschen mehr, leichter zu trainieren, und dann sehen wir hoffentlich am Ende der Woche gut trainiert. Ich glaube, die Bullen sind dann da gar nicht mehr hinterher, Freunde. I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. Die einzige Befürchtung, die ich tatsächlich habe, ist, dass es in Madeira keine guten, veganen Lebensmittel gibt. Nachdem Unge da lebt, kann sein. Er hat es jetzt einmal besser ausgesprochen. Ein einziges Mal. Eigentlich nicht so sein. Deswegen ein paar Restaurants wird es geben, ein paar Lebensmittel wird es geben. Aber damit ich trotzdem... Ich wollte gerade sagen, Unge schlachtet sein Essen selbst. Aber ist ja bei Veganern tatsächlich unvorstellbar, beziehungsweise nicht möglich. Gut Vorsorge, gibt es hier ein richtig krankes Produkt. Und zwar das hier, was ich mit so Hund... Richtig geiles Produkt, Tofu y Aglas. Tofu mit Zwiebel, oder was ist das? 100% mitnehmen werde. Einfach. Boah, das sieht sowas von ekelhaft aus. 750 Gramm und hat 5 Gramm... 5 Gramm Fett, 10 Gramm Carbs, 20 Gramm Eiweiß. Okay, wenn er dann sich 200 Gramm davon reinpfeift... Geht klar, aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr unappetitlich aus. Ob das wohl schmeckt? 5 Gramm Fett, 20 Gramm Protein. Das Ding ist krank. Das hält es bei mir auch schon, seit wir hier sind. Deswegen wird das immer da, was ich auch überleben. Und den Flug natürlich sowieso ist gut verpackt. Kann ich easy im Koffer mitnehmen. Und falls ich da nichts Gutes bekomme, habe ich zum... Ey, da muss man aber... Scheiß mal jetzt, Freunde, auf dieses ganze vegan belächeln und was weiß ich. Das müssen wir alle dem Paul wirklich mal lassen, ne? Der Typ ist so viel auf Reisen... Und zieht einfach nur durch, egal wo er ist, egal wo er ist gerade, versucht er wirklich das Beste draus zu machen. Er isst sauber, er isst sein komisches veganes Zeug, und dafür hat er meinen vollsten Respekt. Weil ich weiß, wie schwer das allein schon ist, normal sein Essen zu preppen, wenn man auf Reisen ist oder unterwegs ist. Ich bin dann so ein Typ, wenn ich nicht im Wettkampfprep bin, ist mir das egal, dann esse ich die 2-3 Tage, mein Gott, versuche ich nicht so viel Scheiße zu fressen, ja. Und dann esse ich mal einfach draußen, gibt es einen Döner und keine Ahnung was, auf die Schnelle. Aber das dann noch in veganer Art und Weise zu schaffen, dass man dann noch sauber und nach Plan isst und seine Makros erzielt, Respekt, Digga. Investiere ein bisschen was am Start, dann hole ich mir eine rote Linse. Wie sagt einer, ich habe Probleme zu Hause, mein Essen zu preppen. Ja,
So sieht's bei den meisten wohl aus. Nudeln und dann bin ich da auf jeden Fall, denke ich, sehr, sehr gut versorgt. Eine Sache, die wird es aber zu 100% geben, und zwar Obst. Das Geile ist, ich habe derzeit auch richtig krank Bock drauf, deshalb hier fast ein Kilo Obst, dazu ein bisschen Edamame, weil ich auch richtig Bock drauf von gestern Mal. Digga, ich würde mich einscheißen mit ein Kilo Obst. Ich habe gekauft noch ein bisschen Porridge, was übrig ist von Camilla, und dann einen Proteinshake, das ist dann sowieso immer dabei. Deswegen, falls es dann Obst gibt, bin ich auf jeden Fall trotzdem gut abgedeckt. Und ich habe auch gestern und vorgestern überschlagen, was ich so gegessen habe. Und es hat sehr, sehr gut getan, nicht so 100% genau zu tracken. Also ich glaube, ich werde irgendwann in Zukunft auch nochmal ein Experiment machen, wo ich vielleicht so 7 bis 30 Tage komplett auf Kalorien tracken und wiegen verzichte. Und dann schaue, was erstens mit meinem Körper passiert, was mit dem Gewicht passiert, die Form und natürlich auch mein Wohlbefinden. Was ich an Barcelona übel geil finde, dass man innerhalb von 20 bis 30 Minuten eigentlich überall ist. Wir gehen auch immer zu Fuß zum Strand. Erstens ist auch noch auf meiner Liste, Barcelona. War ich tatsächlich auch noch nie. Ich war als Jugendlicher 3-mal in Lloret de Mar. Die wissen. Gibt es Unterschied? Gibt es keinen Unterschied. Ungefähr dasselbe. Die wissen Bescheid, Lloret de Mar, was da abging. Das war, die Neuzeitjugend würde sagen, Haram. Schwitzt man dann schon richtig, kann direkt ins Wasser springen und ist geil abgekühlt. Freunde, ich rede von 2009, 2010, ne? Okay. Zweitens haben halt direkt. Damals, das war Nonplusultra, Lloret de Mar. Das ist direkt neben Barcelona. Aktivität hoch, verbrennt ein paar mehr Kalorien, kann mehr. Don Francis, du weißt doch, ja, da ist doch einer, er weiß Bescheid. Er ist im Endeffekt und muss so nicht mal wirklich darauf achten, weniger zu essen, sondern nimmt eigentlich schon fast automatisch ab. Das ist auch ein Tipp an euch, falls ihr abnehmen wollt. Einfach. Londoner war der beste Laden. Mehr zu Fuß gehen, generell mehr Aktivität, mehr stehen statt sitzen. Und ich einfach immer wieder daran erinnern, vielleicht dann doch die eine oder andere Strecke einfach zu Fuß zu gehen. Auch wenn es vielleicht sogar eine Stunde Weg ist, aber das dann einfach mal abzuarbeiten. Und dann einfach, wenn man Zeit hat natürlich, sich die Zeit zu nehmen, um zu Fuß zu gehen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Sache. Und macht, finde ich, auch viel mehr Spaß, als sich einfach aufs Moped zu setzen und zu fahren. Natürlich auch immer wieder witzig, und wenn wir closen oder wenn wir keinen Bock haben, fahren wir auch mal mit dem E-Scooter. Aber sonst ist es ganz nice, einfach hier zu Fuß zu laufen, sich alles anzuschauen, immer wieder mal andere Wege zu nehmen, alles zu erkunden und alles abzuchecken. Auch wenn es heute ein bisschen windiger ist, wird natürlich der Strand trotzdem gerockt und ein bisschen Sonne mitgenommen. Muss eigentlich immer, solange man auf Sonne schaut. Diese ganz, ganz alten Bilder, die muss ich mal rauskramen. Dann können wir uns die mal im Stream einmal reinziehen. Ihr lacht euch kaputt. Schön mit Nackenspoiler hinten. Wenn man genießen kann, wird es auch gemacht. Ich dachte mir, ich schreibe es erstmal unge. Meine letzte Nachricht war geile Reaktion, Mann. Hab Bock auf Madeira. Wurde das hier. Madeira, grüß dich. Planen. Hast du grundsätzlich in den nächsten 2 Wochen mal Zeit, und vielen Dank nochmal für die Einladung. Kam noch nicht zurück. Ist jetzt die Frage, was ich jetzt hinschreiben soll. Ich denke, ich werde es einfach mal schreiben. Junge, morgen ist soweit. Morgen, 29.08. ist es soweit. Ist soweit. Ich bin in Madeira. Madeira am Start. Geil. Was geht die Tage? LG. Von Veganer zu Veganer. Und mal schauen, ob er antwortet. Das Treffen der Superveganer, Alter. Geil. Ich hoffe es zumindest, weil ansonsten sieht er spätestens das Video, wenn ihr wieder fleißig Bälle macht. Also gerne mal. Ich hoffe es zumindest. Bruder, der hat doch nicht mal deine erste Nachricht gelesen. Nein, der wird doch schon bestimmt, werden die beiden irgendwie, werden die irgendwie beide das schaffen. Weil ansonsten sieht er spätestens das Video, wenn ihr wieder fleißig Bälle macht, also gerne mal ihn markieren, ihm schicken, ihm auch schreiben, dass er mir zurückschreiben soll auf Instagram, und dann kriegen wir das hier gemeinsam hin. Hi, I'm coming for pickup delivery. Pickup delivery? Yes. There is a window right okay. There and you have to okay, thank you. Nochmal kurz eine Pizza geholt, und ich muss sagen, die sieht jetzt nicht gerade geil aus vom Käse her. Und ich habe gerade nochmal gefragt, ob sie schneiden können, und sie haben es ins Viertel geschnitten. Also der Käse sah echt schlimm aus. Wir wissen auf jeden Fall nicht, wie man Pizza schneidet. Mal schauen, dass in Madeira ein bisschen anders ist. Bin jetzt gespannt, wie schmeckt der Käse, wie gesagt, nicht. Einladen aus, eigentlich wollte ich eine mit so. Das ist übrigens meine Lieblingspizza, ne? Rucola, Parmaschinken und Parmesan. Beste Pizza. Cream Cheese-artigen veganen Käse, die gab es aber irgendwie nicht. Haben die mir die gegeben? Naja, mal schauen. Das ist jetzt ein fettes Stück. Aber ich bin auch gespannt, ob Madeira irgendwas zu bieten hat. Wow, Alter. Krank. Okay, muss sagen, der schmeckt. Okay. Paul ist begeistert. Vielleicht haben die den verarscht und ihm eine ganz normale Pizza gemacht mit Gouda. Schmeckt wie eine
Margarita, so richtig geil, so eine richtig geil gewürzte Margarita. Die schmeckt absolut brutal. Die war definitiv nice. Jetzt gibt's noch einen Baobun mit Jackfruit. Ist auf jeden Fall. Was ist ein Baobun, Freunde? Weil saftig gefüllt, muss man sagen. Also danach dann mit nicht klebigen Händen nach Hause gehen, unmöglich. Mhm. Geil. Kann man machen. Und als allerletztes nochmal einen kleinen Proteinball. Good. Nice. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf Madeira. Ich hoffe, Junge, dir ist das Video auch gefallen. Ich hatte was kleben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bei richtig kranken Content auf Madeira wieder. Das war es mal aus Barcelona. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like. Und Paul, du hast das Wort Madeira einfach gefickt. Geil, Mann. Ja, lass den Abo nicht vergessen. Ciao, ciao. Ja, geile Sache, Alter. Paul Unterleitner, sehen wir auf Madeira mit Unge bald zusammen trainieren. Ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal, kommentiert wie immer fleißig und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.